Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 45. Antrag der Fraktion der SPD betreffend Landesregierung sieht Schwächung des Luftverkehrsstandorts Frankfurt tatenlos zu, Drucksache 20/5025/19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 67, dringlicher Antrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Luftfahrtstandort Frankfurt Rhein-Main, Drucksache 20/5058/19. Vereinbarte Redezeit sind 10 Minuten. Der erste Redner hat sich schon eingefunden. Ich erteile dem Kollegen Weiß das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die größten privaten Arbeitgeber in Hessen befinden sich in der Luftverkehrsindustrie. Wir freuen uns, dass wir mit der Fraport und der Lufthansa zwei hessische Unternehmen haben, und da zähle ich die Lufthansa jetzt einfach einmal dazu, die im wahrsten Sinne ausgezeichnet sind. Die Fraport hat gerade vom Europäischen Flughafenverband ACI bescheinigt bekommen, die weltweit beste Konnektivität aller Flughäfen zu haben. Und die Lufthansa wurde gerade zur besten Airline Europas ausgezeichnet und kann sich Hoffnungen machen, als erste europäische Airline den begehrten 5. Stern zu bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns, dass wir diese beiden starken Unternehmen hier am Standort Frankfurt Rhein-Main haben. Wir haben diesen Setzpunkt gewählt, weil wir uns bei den 10.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bedanken wollen, die ihre beiden Unternehmen zu Eckpfeilern der hessischen Wirtschaft machen. Wir haben den Punkt aber auch gewählt, weil wir uns Sorgen machen über den Zustand der Partnerschaft von Lufthansa und Fraport. Seit Monaten schaukelt sich hier ein Konflikt hoch, der vorhersehbar war und den man hätte verhindern können. Öffentlich ausgetragen, nicht erst seit Beantragung und Genehmigung der neuen Entgeltordnung. Wir haben mehrfach hier im Plenum vor den Entwicklungen gewarnt. Im März hat unser Vorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel dem Ministerpräsidenten einen Brief in dieser Angelegenheit geschrieben. Im April gab es dann einen Krisengipfel in der Dienstvilla des Ministerpräsidenten. Der vereinbarte Burgfrieden hielt gerade einmal 2 Wochen, bis die Giftpfeile zu den jeweiligen Hauptversammlungen wieder durch die Interviews flogen. Und Mitte Juni dann der vorläufige Höhepunkt mit der Entscheidung der Lufthansa 5 ihrer A380 von Frankfurt nach München zu verlegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht gut für den Standort Frankfurter Flughafen, wenn sich die dortigen Systempartner über Monate aufführen wie Agamemnon und Clytemnestra. Es ist selbstverständlich Aufgabe des Managements, der Vorstände und auch der Aufsichtsräte, solch einen Konflikt erst gar nicht entstehen zu lassen oder zumindest schnell wieder beizulegen. Es ist aber unstreitig auch Aufgabe der Politik, das ihr Mögliche für dieses Ziel zu tun, erst recht bei der Bedeutung der Unternehmen für den Standort und bei den Einflussmöglichkeiten, die das Land als größter Anteilseigner eines der beiden hat. Und da bleibt festzustellen, dass die Wirtschaftspolitik dieser schwarz-grünen Landesregierung in diesem Fall komplett versagt hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Landesregierung hat einen erheblichen Anteil daran, dass der Konflikt überhaupt erst entstanden ist, z.B. durch ihren Umgang mit der neuen Entgeltordnung. Ich zitiere Nikolai Baublies von der Gewerkschaft UFO aus der Waldeckischen Landeszeitung vom 15. Juni 2017. Das Verhalten von Wirtschaftsminister Al-Wazir ist nicht akzeptabel. Wenn ein Ministerium eine Rabattaktion für ein eigenes Luftfahrtunternehmen genehmigen muss, dann kann es auch politischen Einfluss darauf nehmen. Natürlich kann man auf einen Fraport-Chef einwirken, eine solche Gebührenordnung gar nicht erst vorzulegen. Und Ministerpräsident Bouffier und Minister Al-Wazir können sich auch für eine Änderung der Gesetzeslage stark machen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, recht hat Herr Baublies. Immer wenn es
Immer wenn es eng wird für Tarek Al-Wazir, dann sind die anderen schuld oder ihm sind leider die Hände gebunden. Das hat man ja bei der 22 bis 6 Uhr Regelung gesehen oder beim Terminal 3. Dieses Verhalten hat Tarek Al-Wazir zum größten politischen Prahlhans dieses Landes gemacht. Und das legt er bei der Entgeltordnung auch wieder an den Tag. Wenn der Minister sagt, er hätte rechtlich keine Möglichkeit gehabt, an dem Antrag etwas abzulehnen, so stimmt das schlicht nicht. Er hätte die Möglichkeit gehabt, die Subventionierung für die neu angebotenen Strecken abzulehnen, die bereits von einer anderen Airline bedient werden, und stattdessen nur neue Destinationen zu incentivieren. Die Möglichkeit hätte er gehabt und dadurch den Hauptkritikpunkt der Lufthansa entschärfen können. Er hat es fahrlässig unterlassen. Aber selbst wenn man Ihrer Argumentation folgen würde, dass bei der Genehmigung das nicht ginge, Herr Al-Wazir, warum haben Sie denn nicht bereits im Vorfeld Ihren Einfluss geltend gemacht, um diesen Passus aus dem Antrag herauszubekommen? In der Koalitionsvereinbarung steht drin, dass die Landesregierung eine höhere Spreizung der lärmabhängigen Entgelte erreichen will. Das geht auch nicht über die Genehmigung, sondern nur über den vorherigen Einfluss auf den Antrag. Warum üben Sie Ihren Einfluss aus, wenn es um die Lärmentgelte geht, aber nicht, wenn es um die wirtschaftlichen Zukunftsentscheidungen für den Standort geht, Herr Minister? Die Landesregierung trägt aber nicht nur Mitverantwortung für das Auslösen der Krise, sondern versagt auch bei ihrem Beitrag zur Lösung. Ministerpräsident Bouffier hat dieser Entwicklung tatenlos über Monate zugesehen. Dann hat er in einer Showaktion das Topmanagement antanzen lassen wie die Schuljungen beim Rektor, und der Erfolg war gleich null, wie man heute sehen kann. Im Gegenteil, Herr Ministerpräsident, wer seine Autorität gegenüber der Wirtschaft erst so dilettantisch ausübt und sie danach öffentlich derart untergraben lässt, der zeigt, dass ein Wechsel in der Staatskanzlei im nächsten Jahr dringend nötig ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der Wirtschaftsminister, im letzten Ausschuss habe ich ihn gefragt, ob er denn an einer Lösung arbeite. Da hat er gesagt, wenn Lufthansa und Fraport ihn fragen würden, dann würde er auch vermitteln. So kann man Untätigkeit auch umschreiben. Herr Minister, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie Sie sich bei den Lärmpausen ins Zeug gelegt haben, um Fraport und Lufthansa an einen Tisch zu bekommen und zu einer gemeinsamen Erklärung zu bewegen. Hier oberhalb des Plenarsaals haben Sie mediengerecht den Letter of Intent mit den beiden unterschrieben. Wenn Sie für das Lärmpausen-Placebo, das 95% der Betroffenen nicht als Verbesserung empfinden, der hessischen Luftverkehrswirtschaft derart hinterherlaufen, warum tun Sie das dann nicht, wenn es um die Zukunftsfähigkeit des Standorts geht? Herr Wirtschaftsminister, wenn Sie meinen, sich in Ihrem Amt nur um die Interessen der grünen Klientel kümmern zu können und nicht um die der Luftverkehrswirtschaft, dann begehen Sie einen großen Fehler, Herr Al-Wazir. Und das werden Sie bald merken. Warum sollte sich denn z.B. eine Lufthansa hier am Standort weiter für den aktiven Schallschutz engagieren, wie sie es tut, wenn sie derart behandelt wird? Mich würde es nicht wundern, wenn die Lufthansa sich angesichts dieser Politik von Schwarz-Grün aus einem Konsens zur Lärmobergrenze verabschieden würde. Und dafür würde dann niemand anderes die Verantwortung tragen als Sie, Herr Minister. Und die ehemalige Wirtschaftspartei CDU lässt das alles zu. Die lässt das alles zu. Was ist denn eigentlich von der CDU zum Flughafen zu hören, Herr Boddenberg? Was denn? Die Junge Union Hessen fordert, den Frankfurter Flughafen nach Helmut Kohl zu benennen. Unsere wahlkämpfende Staatssekretärin aus dem Finanzministerium stimmt da gleich mit ein, weil sie ja eh keine Peinlichkeit auslässt. Wenn Sie glauben, Herr Boddenberg, wenn Sie glauben, dass ich da hier jetzt Witze drüber machen würde, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich finde, so eine Debatte, gerade einmal zwei Tage nach dem Tod eines wirklich großen Kanzlers loszutreten, während der Mann noch nicht einmal unter der Erde ist, ist aus meiner Sicht so pietätlos und unwürdig, dass ich dafür nur Unverständnis übrig habe. Die zweite Meldung zum Flughafen aus der Union der letzten Tage kam von Axel Wintermeyer.
der musste doch tatsächlich nach dem Hessenfest letzte Woche mit dem Zug von Berlin nach Frankfurt zurückfahren. Eigentlich unter seinem Niveau. Wegen schwerer Unwetter in Berlin fielen einige Flüge aus, auch der von Herrn Wintermeyer. Und die Lufthansa musste tausende Passagiere in Hotels unterbringen. Herr Wintermeyer postete dazu auf Facebook, sitze im Zug, dank der Lufthansa, die meinen Flug gecancelt hat. Das ist ein Laden. So redet der Chef der Staatskanzlei über Hessens größten Arbeitgeber. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es dafür noch eines weiteren Beweises bedurft hätte, die hessische CDU hat nach 18 Jahren an der Regierung jedes Maß verloren. Und Herr Wagner, jetzt zum Schluss hören Sie zu, da müssen Sie gleich nicht wieder fünf Minuten die SPD anschreien, was die denn eigentlich wolle. Wir brauchen eine Allianz für das Drehkreuz. Wir brauchen eine Allianz für das Drehkreuz Frankfurt. Ähnlich wie bei der Allianz für den Lärmschutz, mit der 2012 auf die Proteste wegen der neuen Landebahn reagiert wurde, braucht es heute eine Allianz von Politik und Luftverkehrswirtschaft, die ein breites Bündnis für die Zukunftsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts Frankfurt bildet. Wie kann der Flughafen auf das veränderte Kunden- und Marktverhalten reagieren? Wie kann der Flughafen in Frankfurt am Wachstum der Preisbrecher in Europa teilhaben, ohne seine angestammten Netzwerkgesellschaften zu vergrätzen und ohne gute Arbeitsplätze zu gefährden. Kollege Weiß, Sie müssen letzter zum Schluss Satz, Frau Präsidentin. Wie kann er sich im Wettbewerb der Hubs behaupten und seine Drehkreuzfunktion stärken? Das sind Fragen, auf die von Schwarz-Grün alleine keine Antworten zu erwarten sind und für die es deshalb eine neue Allianz braucht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes spricht Kollege Kasseckert, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach so viel Polemik zu diesem wichtigen Antrag fällt es schwer, zur Tagesordnung zurückzukehren und zu diesem Tagesordnungspunkt wieder den Fokus auf die wirklich wichtigen Fragen zu richten. Denn das, Herr Kollege Weiß, was Sie hier vorgetragen haben, das hat weder dem Standort gedient, das hat weder dem Beschäftigten, dem Jobmotor Frankfurt Rhein-Main gedient, das hat vielleicht dem Jubel Ihrer eigenen Partei eingebracht, aber wie gesagt, dem Standort Frankfurt Rhein-Main haben Sie damit einen Bärendienst erwiesen. Und die Entwicklung dieses Flughafens Frankfurt Rhein-Main ist für die Region, ist für Hessen, auch für die hessische Politik eine zentrale Bedeutung. Seine Wettbewerbsfähigkeit und sind der Herzmuskel und damit für jeden der über 80.000 Arbeitsplätze hier in der Region, in den Betrieben, im Umfeld des Flughafens Grundvoraussetzungen für Stabilität, für Wachstum und Wohlstand dieses gesamten Landes. Und in diesem Punkt und der Bedeutung des Jobmotors unterscheiden wir uns nicht. Das ist aber auch der einzige Beitrag, Herr Weiß, den Sie mit uns an dieser Stelle, glaube ich, gemeinsam haben. Wir wollen die Arbeitsplätze weiter sichern. Wir wollen den Jobmotor Flughafen voranbringen. Wir wollen weiterhin aber auch die Reduzierung des Lärms im Auge behalten. Und wir sind interessiert an einer stabilen Systempartnerschaft zwischen Fraport und Lufthansa. Das bleibt unser Ziel. Aber letzten Endes, und Sie haben selbst darauf hingewiesen, sind es zwei private Unternehmen, die am Markt agieren, die miteinander umgehen müssen. Sie haben das Engagement des Ministerpräsidenten gewürdigt, der sicherlich an irgendeiner Stelle Grenzen hat, dort, wo die Unternehmen selbstständig entscheiden. Aber damit Fraport, damit Frankfurt, Hessen weiterhin so erfolgreich bleibt, muss sich der Flughafen den Herausforderungen des veränderten Luftverkehrs stellen. Markt und Wettbewerb sind härter geworden. Und sie haben sich in den vergangenen Jahren auch deutlich verändert. Sie haben in Ihrem Antrag, das haben Sie wenig angesprochen, aber beklagt, dass, und auch in den Beiträgen der letzten Wochen, dass die Öffnung des Frankfurter Flughafens hin zu Low-Cost-Carriern ein Problem darstellt.
Aber wir müssen auf der anderen Seite auch konstatieren, Herr Weiß, dass in den letzten Jahren in Deutschland der Anteil von Low-Cost auf über 40% im Luftverkehr angewachsen ist. Sie haben in Ihrer Ziffer 1 von der aktuellen Studie gesprochen, die Sie auch zitiert haben, der ACE-Studie. Demnach ist Frankfurt der am besten vernetzte Flughafen der Welt in puncto Anzahl der Ziele, Häufigkeit und Qualität. Und darauf, und das müssen wir auch an dieser Stelle einmal sagen, darauf kann Politik stolz sein, denn immerhin haben wir Rahmenbedingungen für diesen Flughafen geschaffen. Allerdings sagt die Studie auch und auch aus, und das haben Sie in dem Antrag verschwiegen, dass der größte Zuwachs an Konnektivität, also die Verbindungen in Europa, aus dem Segment Low-Cost kommt. Und deshalb ist beispielsweise Amsterdam ein erfolgreich wachsender Flughafen, ein starkes Wachstum von KLM auf der einen Seite und Low-Cost auf der anderen Seite. Amsterdam hat einen Anteil von Low-Cost von 19%, Paris beispielsweise 9,5%, München 6,7% und wir in Frankfurt gerade einmal 2%. Man muss kein besonders großer Prophet oder Analyst sein, wenn man feststellt, dass Fraport diese Entwicklung in dem Luftverkehr, in dem Low-Cost-Bereich nicht tatenlos an sich vorbeiziehen lassen kann und handeln muss. Und es ist richtig, dass wir in den Aufsichtsräten der Unternehmen auch an dieser Stelle Verantwortung tragen. Stillstand auch im Luftverkehr ist Rückschritt. Fraport muss sein Portfolio erweitern, um sich am Markt und Wettbewerb erfolgreich stellen zu können. Und auch das ist uns wichtig. Wo immer möglich, muss dieses Wachstum in der Systempartnerschaft mit Lufthansa erfolgen. Dazu gehören aber immer zwei Partner. Der Grund und Kern der Diskussion, die wir heute führen, ist ja die Verlagerung der 5 A380-Flugzeugmaschinen nach München. Und damit befürchten Sie, so Ihrem Antrag zu entnehmen, eine Schwächung der eben genannten Konnektivität, also der Verbindungen dieses internationalen Flughafens. Und dem will ich deutlich widersprechen. Es ist ganz einfach, ich will aber vorweg deutlich sagen, wir sehen die Entscheidung der Lufthansa, die Verlagerung von 5 A380-Maschinen und auch die Stationierung der neuen A350-Maschinen in München ebenfalls sehr kritisch. Auch das will ich an dieser Stelle deutlich sagen. Aber am Ende ist es eine unternehmerische Entscheidung von Lufthansa. Aber wahr ist auch, dass Lufthansa schon in den vergangenen Jahren andere Drehkreuze wie etwa München nach und nach ausgebaut hat, weil sie eine andere Strategie, die Multi-Hub-Strategie, verfolgen, und das schon deutlich, bevor wir überhaupt über Ryanair oder Low-Cost am Frankfurter Flughafen diskutiert haben. Nur die Konnektivität, wie Sie befürchten, am Frankfurter Flughafen wird davon nicht geschwächt. Es kommen 5 A340-Maschinen nach Frankfurt, und die bedienen die gleichen Strecken. Das heißt, in Frankfurt kommt oder fällt kein Ziel weg. Hinzu kommt allerdings, und das haben Sie gestern sicherlich ebenfalls der Presse entnommen, dass Condor ihre Langstreckenflüge Nordamerika und Karibik von München nach Frankfurt verlegt. Im Sommer 2018 wird es keine Flüge mehr von München geben. Auch das ist eine Stärkung dieses Standortes, ist ein Unterstreichen der Bedeutung des Drehkreuzes Frankfurt. Und darüber können wir uns freuen. Und trotzdem bleibt die Frage, warum verlagert Lufthansa nach München? Der Frage müssen wir uns stellen. Und betrachtet man den Standort München, dann sieht man, ich hatte es vorhin schon gesagt, dass der Low-Cost-Anteil in München deutlich höher ist, dreimal so hoch wie in Frankfurt. Aber die Wahrheit ist eben auch, dass in München die Kapazitätsgrenzen des Flughafens langsam erreicht sind. Die Möglichkeiten, in München zu wachsen, sind auch für Lufthansa limitiert. Ein Ausbau dieses Flughafens ist in weiter Ferne gerückt. Also setzt man dort größere Fluggeräte ein, um mehr Passagiere von diesem Drehkreuz befördern zu können. Das hat nichts mit Low-Cost zu tun, sondern das ist eine nachvollziehbare Entscheidung, auch wenn wir sie für den Standort Frankfurt nicht unbedingt begrüßen. Ich will ein weiteres Thema aufgreifen, das ist das Thema Lärmeffizienz. Sie haben angesprochen, die A340-Maschinen sind lauter, in Summe lauter als der A380. Auch dem erweisen, das wissen Sie, muss ich widersprechen. Die A340-Muster sind 1 Dezibel leiserer als der A380. Er ist in der Gesamtbilanz der Effizienz etwas schlechter als der A380, aber deshalb, weil der A380 mehr Passagiere befördern kann. Aber für den Lärm, und da sind wir uns, glaube ich, einig, die Passagiere können wir nicht hören. Für den Lärm, der in Frankfurt ankommt, ist die A340-Maschine besser als der A380. Und auch das will ich an der Stelle deutlich machen. Und dennoch,
Und dennoch zeigt die Diskussion, dass wir mit unserem Lärmobergrenzenvorschlag, den gerade Minister Al-Wazir verhandelt, auf dem richtigen Weg sind. Denn Wachstum auf der einen Seite, dem wir alle Möglichkeiten und Zugänge des Marktes auch schaffen wollen, setzt auf der anderen Seite voraus, dass wir verantwortlich umgehen mit dem Thema Lärm für die Bürgerinnen und Bürger im Umfeld des Frankfurter Flughafens. Und deshalb ist es wichtig, dass wir alle Möglichkeiten nutzen. Dazu gehört die Lärmobergrenze, dass wir lärmeffizient am Frankfurter Flughafen operieren können. Ich will zum Ende kommen. Für uns steht die Wettbewerbsfähigkeit des Flughafens im Vordergrund. Fraport ist der intermodalste und damit am besten erreichbarste Drehkreuzflughafen der Welt, und so soll es auch bleiben. Für das weitere Wachstum muss sich Fraport neuen Segmenten zuwenden. Wir unterstützen das unter der Bedingung, dass Arbeitsplätze, Wirtschaftlichkeit und Lärmschutz in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Und zuletzt noch ein Appell. Uns liegt sehr wohl und sehr viel an einer guten Partnerschaft der beiden großen hessischen Unternehmen Fraport und Lufthansa. Und deshalb appellieren wir, um den Bogen zu schließen, an eine Rückkehr zum Dialog, der in den letzten Wochen gelitten hat unter diesen beiden Unternehmen, zu einer Fortsetzung einer erfolgreichen Systempartnerschaft, von der wir alle profitieren und wozu das Land auch bereit ist, seinen Beitrag zu leisten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollege Lenders für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In dem Generalangriff von Marius Weiß jetzt hier auf die Landesregierung ist leider ein bisschen das Ziel des Antrags der SPD untergegangen. Und ich kann ihn auch ein Stück weit verstehen, weil das, was wir im Moment haben, ist eine sehr grundsätzliche Frage. Wie geht es mit dem Wirtschaftsstandort in Hessen weiter? Wir haben den Jobmotor Frankfurter Flughafen oft genug beschrieben. Darüber sind wir uns, glaube ich, alle im Klaren. Und dass, wenn der Konflikt Lufthansa versus Fraport weiter sich verstetigt und verfestigt und unter Umständen die Lufthansa sich überlegt, wirklich die Systempartnerschaft aufzukündigen, was das für den Wirtschaftsstandort Hessen bedeuten mag, meine Damen und Herren, ich glaube, sollte das wirklich eintreten, dann werden wir dann noch oft darüber diskutieren. Und das wäre das wirklich das Worst-Case-Szenario für einen hessischen Wirtschaftsminister. Meine Damen und Herren, ich kann auch nicht so ganz die Auffassung teilen, das sind nur alles privatrechtliche. Ja, Herr Boddenberg, da mögen Sie darüber lachen. Sie mögen darüber lachen, aber Sie können auf der einen Seite nicht immer wieder die wirtschaftliche Bedeutung des Frankfurter Flughafens beschreiben und knackt es wirklich an dieser Stelle, dann, wenn wir hier Debatten darüber führen, dann lachen. Das funktioniert nicht, Herr Boddenberg. Das funktioniert nicht. Entschuldigen Sie mich in aller Form. Danke. Meine Damen und Herren, das, was hier die aktuellen Studien gezeigt haben, liegt der Frankfurter Flughafen, das ist ja auch das, was der Inhalt des Antrags der SPD ist, weltweit auf dem Platz Nummer 1, wenn es um die Konnektivität geht. Und, meine Damen und Herren, die Konnektivität ist die eigentliche Währung der Flughäfen. Und die Studie sagt ganz klar, dass das größte Wachstum in diesem Bereich eben aus diesem Low-Cost-Segment stammt. Und es ist auch ganz klar aus der Studie herauszulesen, dass mittlerweile Amsterdam, was die Direktverbindung anbelangt, an Frankfurt vorbeizieht. Und es ist auch klar, wo das Wachstum herkommt. Das Wachstum kommt aus dem Low-Cost-Bereich. Meine Damen und Herren, da kann die Fraport auch die Augen nicht vor zumachen. Die Marktentwicklung beschreibt die ACI-Studie ganz deutlich. Es geht nicht darum, entweder Hub- oder Low-Cost-Flughafen zu sein, sondern es geht darum, beides klug gemeinsam miteinander zu verbinden. Und nur die Flughäfen, die beide Segmente bedienen und Fluggesellschaften aus beiden Bereichen optimal bedienen können, werden auch in Zukunft Erfolg haben. Das Gleiche gilt übrigens dann auch für die Airlines.
Die Full-Service-Carriers wie die Lufthansa bieten auch unter einem Dach ihren Kunden eben nicht nur Premium, sondern auch kostenbewusste Leistungen an. Die Lufthansa fliegt nicht nur das Produkt Lufthansa, sondern auch die Eurowings. Und wir dürfen schon einmal die Frage stellen, warum wächst die Lufthansa an allen Standorten, aber nicht in Frankfurt? Und meine Damen und Herren, ähnlich verhalten sich andere große Airlines, die das wachstumsstarke Geschäft im Low-Cost-Bereich nicht alleine Ryanair oder EasyJet überlassen wollen. Genauso wenig kann der Flughafen Frankfurt zuschauen, wie Amsterdam, München, Düsseldorf stärker wachsen als Frankfurt. Und alle drei Flughäfen, Amsterdam, München und vor allen Dingen Düsseldorf, setzen dabei bis jetzt schon ganz stark auf den Low-Cost-Bereich. Meine Damen und Herren, die ACI-Studie zeigt einen weiteren Trend. Europa verliert an Dynamik. Besonders Deutschland verliert an Dynamik. Während die Flughäfen im Mittleren Osten bei der Konnektivität in den letzten 10 Jahren mehr als 100% zugelegt haben, geht der Markteinteil der europäischen Hubs stetig zurück. Meine Damen und Herren, es ist nicht in Stein gemeißelt, dass Frankfurt weiterhin so viele Interkontinentalverbindungen anzubieten hat wie heute. Und, meine Damen und Herren, dass genau die Ausbaugegner des Frankfurter Flughafens dieses Geschäftsmodell, was es heute gibt, ja immer infrage gestellt haben, ja eher immer einen, sag mal, national bedeutenden Flughafen sieht, der ganz bestimmte Ziele anstrebt, aber nicht mehr die Hubfunktion im Auge hat, meine Damen und Herren, das deckt sich dann vielleicht dann doch mit der Politik der GRÜNEN. Und vielleicht ist es auch da, wo man vielleicht mal politisch einmal mehr hinschauen sollte. Meine Damen und Herren, deutsche Airlines und Flughäfen einseitig mit Steuern und Abgaben belasten, das ist dann der falsche Weg. Lieber Marius Weiß, ich glaube nicht, dass wir einen runden Tisch brauchen oder eine Allianz. Alles das, was der Flughafen und die Airlines in Frankfurt brauchen, hat uns die Flugverkehrswirtschaft längst in die Bücher der Politik hineingeschrieben. Und das sind politische Rahmenbedingungen, die hier gesetzt werden. Und schlechte politische Rahmenbedingungen bedeuten eben am Ende auch schlechte unternehmerische Entscheidungen. Genau das erleben wir gerade bei der Lufthansa. Wie gehen wir mit der Luftverkehrssteuer um? Da bleibt jede Initiative dieser Landesregierung aus. Was ist mit den Luftsicherheitsgebühren? Meine Damen und Herren, deutsche Hubs sind schlicht zu teuer, und vor allen Dingen gilt das für Frankfurt. Meine Damen und Herren, wenn Politik an dieser Stelle irgendetwas tun kann, für den Frankfurter Flughafen, aber genauso auch für die Airlines, die dort fliegen, dann ist das mit Sicherheit in dem Bereich der Steuern und Abgaben Entlastungen zu schaffen, um Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Das stimmt. Das stimmt, Herr Schäfer-Gümbel. Und es gibt ein Gutachten zur Flugverkehrssteuer, die dann auch noch zur Schwarz-Gelb gemacht worden ist und klar feststeht, es bleibt jede Lenkungswirkung bei Luftverkehrssteuer aus. Dann muss die Konsequenz auch sein, abschaffen, meine Damen und Herren. Uns haben Sie auf jeden Fall dabei an der Seite. Meine Damen und Herren, wir haben ja, es gibt ja auch, weil Sie gerade auf die Bundesebene abzielen, Herr Schäfer-Gümbel, es gibt zum Beispiel ein Gutachten Ihres Bundeswirtschaftsministers, der da sagt, die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland ist durch die Anwendung der nationalen Regelungen, Vorschriften und Gesetze geringer als bei internationalen Marktteilnehmern. Die Kosten für den Betrieb von Flughäfen und Fluggesellschaften sind wesentlich höher. Einschränkungen der Betriebszeiten von Flughäfen führen zu geringer Auslastung der Ressourcen. Ich kann dem Mann nur recht geben, meine Damen und Herren, auch wenn er von der SPD ist. Also die entscheidende Frage ist doch, tut die Landesregierung alles dafür, dass der Flughafen Frankfurt weiter wachsen kann und Wettbewerbsfähigkeit erhalten bleibt? Und meine Damen und Herren, meine Antwort ist schlicht nein. Wir brauchen keine weiteren Lärmobergrenzen. Und meine Damen und Herren, auch was den Bereich anbelangt, ob wir Maschinen wirklich stehen lassen, wenn sie startbereit
auf der Piste stehen. Ob es wirklich, wie es ja schon oft genug passiert ist, 7.000 Passagiere am Flughafen stranden. Meine Damen und Herren, gerade die Airline Condor hat z.B. gesagt, dass es einer der größten Kostentreiber für sie ist, dass sie eine abflugfertige Maschine dort stehen haben und sie nicht mehr rausgeht. Ja, Herr Kaufmann, da können Sie sagen, Quatsch, aber da braucht man ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand und mehr bisschen Flexibilität. Auch das sind politische Rahmenbedingungen, die gesetzt werden. Meine Damen und Herren, wir wollen nicht einseitig Partei für den Flughafen oder für die Fluggesellschaft ergreifen. Wir wollen die Bedingungen schaffen, damit sich beide, Fraport und Lufthansa, am Standort Frankfurt gut weiterentwickeln können. Meine Damen und Herren, was wir als Politik tun können, das wissen wir. Aber es muss auch den Mut haben, es umzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Kaufmann, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Also, man kann schon ziemlich verzweifeln über das Niveau dieser Debatte. Es wurde niedrig eingeläutet. Es wurde niedrig eingeläutet vom Kollegen Weiß, und es wurde noch einmal nach unten durchgeschoben vom Kollegen Lenders. Ich habe als Einziges zur Kenntnis genommen, verehrter Kollege Lenders, die FDP ist gegen das Nachtflugverbot. Das haben Sie hier deutlich erklärt, und demzufolge sollten wir das auch festhalten. Und im Übrigen sind Ihre Argumente deshalb völlig daneben, weil alle Kritikpunkte, die Sie nannten, auf Bundesebene zu regeln sind und insoweit für München gleichermaßen gelten wie für Frankfurt. Und wenn Sie als Letzter noch die Condor ansprechen, die besonders angeblich unter dem Nachtflugverbot leidet, dann könnten Sie einmal erklären, warum Condor gerade öffentlich erklärt hat, ab dem nächsten Sommerflugplan ihre Langstreckenflieger wieder nach Frankfurt zu holen. Meine Damen und Herren, das stimmt vorne und hinten nicht zusammen. Aber ich komme zurück zur SPD, dem Antragsteller des Ausgangsantrags. Da wäre es tatsächlich schön, einmal zu hören, verehrter Kollege Weiß, welchen Kurs die SPD tatsächlich steuern will. Sie hat ja jetzt den großen Steuermann hier an der Spitze. Denn allein die Antwort zu geben, wir wollen eine Allianz, das ist nur eine neumodische Formulierung des guten alten Spruchs, wer nicht länger weiter weiß, der gründet einen Arbeitskreis. Das heißt jetzt nicht mehr Arbeitskreis, sondern Allianz. Das ist die Modernisierung bei der SPD. Aber in der Sache haben Sie keine Aussage gemacht, was Sie denn eigentlich wollen. Und genau diese Fragen wurden Ihnen ja schon in der letzten Debatte am 3. Mai hier ebenfalls gestellt. Sie geben keine Antworten, sondern stellen stattdessen mal wieder einen Antrag, der nur Fehler enthält oder reichlich Fehler enthält und keinerlei Fragen beantwortet. Was die Fehler angeht, hat der Kollege Kasseckert schon darauf hingewiesen, dass Konnektivität nicht verändert wird, hätte Ihnen eigentlich einfallen müssen oder auffallen müssen, wenn Sie als Flughafenexperte hier auftreten, und dass die A340er-Maschinen leiser sind als die A380er, eine Lärmkategorie niedriger, sowohl beim Start als auch bei der Landung. Das kann man auch einfach irgendwo nachschauen. Deswegen wundert es mich, warum Sie das hier vorgetragen haben. Meine Damen und Herren, ich will damit, und das soll auch deutlich werden als grüne Position, in keiner Weise sagen, dass die A340 etwa ein lärmarmes Fluggerät sei. Aber festhalten muss man, durch diese Entscheidung der Lufthansa wird es in Frankfurt nicht lauter. Und damit sind wir bei dem Punkt, der uns interessiert. Wir wollen aber deutlich weniger Lärm. Und deshalb wäre ein Ersatz durch die A350er-Maschinen ein echter Gewinn, sowohl für Passagiere als auch für die Anwohner des Flughafens. Und deswegen ist das ziemlich ärgerlich, dass die Lufthansa auch diese nicht in Frankfurt zunächst stationieren will. Vielleicht kann sich daran ja auch noch etwas ändern. Denn, meine Damen und Herren, das wäre ein echtes Zukunftszeichen, nämlich gute ökologische Standards und eine Imageverbesserung für die Fluglinie. Das, denke ich, sollte man anstreben. Und ich darf daran erinnern, ich sage nicht zum ersten Mal, dass wir ja den Grundsatz verfolgen, wer mehr fliegen will, muss leiser fliegen, damit auch die Belastung für die Bevölkerung nicht immer weiter wächst.
komme ich zurück zum Antrag und muss als Nächstes festhalten, verehrter Kollege Weiß, dass der Zusammenhang zwischen der Entscheidung der Lufthansa und der Akquisition von Low-Cost in Frankfurt, dass Sie den nicht nachweisen können. Ganz im Gegenteil, wenn Sie den aktuellen Politikbrief der Lufthansa mal gelesen hätten, da steht unmissverständlich drin, um was es der Lufthansa geht. Sie will an den Passagieren in Frankfurt zusätzlich verdienen. Das ist nicht illegitim, aber das ist auch ein klares Ziel. Und sie will als Airline an den Retail-Einnahmen beteiligt werden. Und ein solches Zusatzeinkommen hat sie nämlich in München, weil sie dort das Terminal 2 als Joint Venture betreibt, was in Frankfurt nicht der Fall ist. In Frankfurt wollte Lufthansa allerdings das Angebot, bei T3 als Joint Venture mitzuwirken, ausdrücklich nicht annehmen. Und insoweit ist es auch ihr selbst zuzuschreiben, dass jetzt der Zustand so ist, dass sie nicht an den Einnahmen beteiligt ist, sodass bleibt, dass die Flughafenentgelte, die zugestandenermaßen in Frankfurt ca. 20% höher sind als in München, dass die sie natürlich drücken. Nur, verehrte Kolleginnen und Kollegen, das sage ich auch sehr deutlich, ein nicht unwesentlicher Teil der Flughafenentgelte entsteht aus der Lärmentgeltspreizung, die wir ausdrücklich wollen und die auch in der letzten Zeit gewachsen ist. Im Gegensatz zur FDP wollen wir die ausdrücklich, weil wir wollen Anreiz geben, möglichst lärmarm zu fliegen. Und wir wollen damit nicht mehr Lärm, sondern mehr Verhinderung von Lärm erreichen. Und, aber dass Frankfurt auch unter den Bedingungen wettbewerbsfähig weiter ist, zeigt das jüngst bekanntgegebene Beispiel Condor. Ich erwähnte es bereits. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn die Aussage des verehrten Kollegen Schäfer-Gümbel aus der letzten Debatte nicht lediglich Angeberei war, dass er sich in allen Flughafenfragen immer ganz dezidiert und ausdrücklich mit den Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften im Gesamtbetriebsrat abstimme, bevor die SPD sich positioniere. Diese Aussage können Sie auf Seite 7330 im Protokoll nachlesen. Dann hätte dieser Antrag eigentlich ganz anders lauten müssen. Denn die Kollegen, die er anspricht im Betriebsrat, im Gesamtbetriebsrat, übrigens auch im Aufsichtsrat, stehen dezidiert und erklärtermaßen hinter der Strategie ihres Vorstands, sowohl gegenüber Lufthansa als auch in Sachen Low-Cost. Eindeutig ist jedenfalls, dass die Vertreter, die gerade benannten, die hier vorgetragene Kritik der SPD überhaupt nicht teilen. Meine Damen und Herren, wenn wir bei Sozialdemokraten in den Gremien der FAG sind, dann scheint der Kontakt tatsächlich nicht so groß zu sein. Im Falle des Oberbürgermeisters von Frankfurt kann es daran liegen, dass der die meisten Sitzungen ja nicht da ist. Aber unser Ex-Kollege Staatsminister Klemm, ehemaliger Staatsminister, der wäre doch gewiss ein aufgeschlossener Ratgeber mit profunden Kenntnissen, der SPD auch weiterhelfen könnte, damit hier nicht so viele falsche Dinge behauptet werden. Meine Damen und Herren, denn das, was im Antrag steht, leistet hier nun wirklich keinen Beitrag zur Problemlösung und nützt damit weder der Fraport AG und den dortigen Beschäftigten und auch den Menschen, die um den Flughafen herum wohnen, arbeiten und auch schlafen wollen. Und in der vergangenen Debatte, 3. Mai war das, wie ich schon sagte, wurde ja die SPD unter anderem, konkret sogar der Kollege Fraktionsvorsitzende, aufgefordert, mal wenigstens einen einzigen Lösungsvorschlag zu präsentieren. Doch was geschah daraufhin? Es geschah mal wieder nichts. Deswegen gebe ich heute erneut die Gelegenheit und frage, was wäre denn, verehrter Kollege Schäfer-Gümbel, die im Antrag sogenannte echte Initiative, die Sie von der Regierung einfordern. Was meinen Sie denn mit der Pflicht der Regierung, auf die Unternehmensstrategie von Fraport Einfluss zu nehmen? Warum schwallen Sie wieder nur herum, anstatt Ihre Position klar zu benennen oder in einen Arbeitskreis, nein, wie heißt das jetzt, Allianz abzuschieben? Irgendwie erinnert mich das an Stamokap vergangener Zeiten, dass sozusagen von Staatsseite her die Wirtschaft gesteuert werden soll. Das wundert mich sehr. Und wo, bitte sehr, verehrter Kollege Schäfer-Gümbel, vielleicht können Sie das mitbeantworten, ist auch nur ein einziger Beleg für Ihre steile These, der Wirtschaftsminister hätte den rechtlichen Spielraum gehabt, den zulässigen und regelrechten Entgeltantrag der Fraport abzulehnen. Der Kollege Weiß hat nur gesagt, er hätte es können. Behauptungen sind wohlfeil. Wo sind
auch nur Hinweise, geschweige denn Beweise, dass das möglich ist. Meine Damen und Herren, keine Antworten, stattdessen Stimmungsmache, die an den Fakten vorbeigeht. Und wir vernehmen obendrein von der verehrten Sozialdemokratie eine Kakophonie von Aussagen über die Entwicklung des Flughafens. Da gibt es Ortsvereine, Ortsbeiratsmitglieder der SPD im Süden von Frankfurt, da gibt es Bürgermeister und Landräte der SPD, ebenso wie Parteitagsbeschlüsse und schließlich den Frankfurter Oberbürgermeister und die von ihm mit viel Tamtam berufene Fluglärmbekämpferin Frau Dr. F. Aus alledem formt sich dann ein flughafenpolitisches Patchwork der SPD, was alles und nichts an Aussagen gleichzeitig enthält, damit sich jeder wiederfinden kann, ohne dass irgendetwas tatsächlich geschieht. Meine Damen und Herren, reale Veränderungen überlässt die SPD lieber den anderen. Meckern ist auch viel leichter, als selber Konzepte zu arbeiten. Ja, es ist ein durchaus mühsames Geschäft, auf der Grundlage der Realitäten politisch und praktisch so zu handeln, dass die Belastung der Menschen rund um den Flughafen reduziert wird und gleichzeitig der Flughafen seine Wettbewerbsfähigkeit sichern kann. Dafür arbeiten wir in der Koalition. Deshalb gibt es die Maßnahmen des aktiven Schallschutzes. Deshalb gibt es Lärmpausen. Und deshalb streben wir als Nächstes die Vereinbarung von Lärmobergrenzen an. Und da wir Erfolge haben, auch wenn Sie sie mies machen wollen, werden wir auch weiterhin motiviert und engagiert weiterarbeiten. Weitere Maßnahmen stehen an. Als Nächstes soll die im Koalitionsvertrag angekündigte Lastenausgleichsregelung für besonders lärmgeplagte Kommunen folgen, die in Zusammenarbeit mit dem Forum Flughafen und Region erarbeitet wurde und den wir alsbald hier als Gesetzentwurf einbringen werden. Ich bin sehr gespannt, was dann wieder die SPD zu meckern haben wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir diskutieren heute auf Antrag der SPD erneut den Rosenkrieg zwischen der Lufthansa und der Fraport, wie ich es mal nennen will. Zwei Konzerne, übrigens zwei ehemalige Staatskonzerne, die jeweils ihre Profite gefährdet sehen. Die Fraport, weil das Geschäft des Hauptkunden Lufthansa zurückgeht, und die Lufthansa, weil ihr Geschäft wegen der Billigfliegerkonkurrenz zurückgeht, der Fraport gerade den roten Teppich in Frankfurt ausrollt. Beide Unternehmen eint, dass sie eines wollen, nämlich mehr Wachstum, mehr Flieger, mehr Passagiere, mehr Profit. Und, meine Damen und Herren, die Eröffnung der Nordwestlandebahn, die noch mehr Menschen verlärmt hat, das dritte Terminal, jeder Ausbau wurde seitens der Unternehmen mit einem erheblichen Kapazitätsengpass begründet, was mit fragwürdigen Prognosen untermauert wurde, die sich allesamt nicht bewahrheitet haben. Eines der beiden Unternehmen, das damals diese Gutachten erstellt hat für den Planfeststellungsbeschluss, ist das Unternehmen Intraplan, das seine eigenen Prognosen von damals zum Flughafenausbau überhaupt nicht mehr aufrechterhält. Wenn man sich das einmal anschaut, die Prognosen zu den Flugbewegungen, dann hat Intraplan im Jahr 2007 prognostiziert, dass es im Jahr 2020 die Zahl der Flugbewegungen bei 701.000 liegen würde. Diese Zahl hat es bekanntermaßen auch in dem Planfeststellungsbeschluss geschafft. Ich brauche an der Stelle überhaupt nicht hinzuzufügen, dass wir natürlich der Meinung sind, dass die Region eine Steigerung von über 50% der Flugbewegung im Vergleich zu heute überhaupt nicht verkraften würde. Ich will aber schon nur darauf hinweisen, dass im letzten Intraplan-Gutachten die Zahl für 2020 auf einmal nur noch auf 526.000 Flugbewegungen prognostiziert wurde. Das sind 25% weniger im Vergleich zum Planfeststellungsbeschluss. Im letzten Jahr waren es übrigens 462.000 Flugbewegungen weniger als im Vorjahr. Das heißt, die Zahl der Flugbewegungen ist seit Jahren rückläufig. Und schon diese Zahlen zeigen, dass der Planfeststellungsbeschluss, die ganzen Prognosen, die dem Planfeststellungsbeschluss zugrunde lagen, reine Fantasie waren, dass sie völlig an der Realität vorbeigingen. Wir haben diesen Flughafenausbau abgelehnt, weil wir der Meinung sind, dass die Region ein Mehr an Flugbewegungen nicht verkraften konnte und dass es um die Gesundheit und die Lebensqualität der Menschen geht. Aber wir haben ihn auch abgelehnt, weil es überhaupt keinen Bedarf gibt. Und das sehen wir heute an diesen Zahlen.
Deswegen haben wir jetzt die Situation, dass Überkapazitäten geschaffen wurden, die man jetzt versucht, mit Billigfliegern aufzufüllen. Jetzt sollen Billigflieger diese teuer geschaffenen, aber überhaupt nicht benötigten Kapazitäten auffüllen, allen voran Oberfiesling Ryanair. Das gefällt weder dem Hauptkunden Lufthansa noch den fluglärmgeplagten Anwohnern in der Region. Hier geht es nicht um ein sinnvolles, notwendiges Verkehrsangebot, sondern es geht um das Auffüllen überflüssiger Kapazitäten auf Teufel komm raus. Und die Landesregierung, ein grüner Verkehrsminister, genehmigt dann auch noch eine Entgeltordnung, die Ryanair mit Rabatten anlockt und den roten Teppich ausrollt. Meine Damen und Herren, Herr Minister, diese Entgeltordnung hätten Sie nie genehmigen dürfen. Und die Lufthansa rümpft jetzt die Nase und zieht nun symbolisch 5 ihrer 14 Flaggschiffe vom Typ A380 nach München ab. Hier ist die Lufthansa Mitbesitzer ihres eigenen Terminals und muss sich nicht mit einem Betreiberkonzern rumärgern. Ich will nur darauf hinweisen, dass mit dem Abzug eines Teils der A380-Flotte die Begründung für den Bau von Terminal 3 komplett ad absurdum geführt wird. Denn die Argumentation der Fraport für Terminal 3 ist ja gewesen, dass man mehr Gebäudepositionen für Großraumflugzeuge bräuchte, weil sonst immer mehr Fluggäste per Bus vom Rollfeld zum Terminal gefahren werden müssten. Wir haben ja schon vor einiger Zeit eine kleine Anfrage dazu gemacht. Und der Antwort der Landesregierung ist zu entnehmen, dass die Prognose im Planfeststellungsbeschluss war, dass im Jahr 2020 die Flugzeuge der Gewichtsklasse Heavy und Super Heavy ungefähr 36% betragen werden. 2020 ist gar nicht mehr so weit weg. Und aktuell haben wir einen Wert von ungefähr 23,5%. Dieser Wert ist rückläufig in den letzten Jahren. Und auch zum Thema Nutzung der Flugsteige hat DIE LINKE eine Anfrage gemacht. Und siehe da, trotz steigender Fluggastzahlen werden weniger Passagierflüge über eine Vorfeldposition abgefertigt. Das geht aus der Antwort klar hervor. Das heißt, wir haben überhaupt keinen wachsenden Bedarf. Der Bedarf an Abfertigungspositionen für Großmaschinen werden innerhalb von 8 Jahren werden jetzt nicht mehr um 25% steigen. Das ist völlig unwahrscheinlich. Und deshalb, durch den Abzug eines Teils der A380-Maschinen, ist der Bedarf noch geringer. Also direkt gesagt, wir könnten den Bau von Terminal 3 jetzt auch endgültig lassen oder unterbrechen zumindest. Nebenbei bemerkt, eine solche absurde Situation holt man sich ins Haus, wenn man die Verkehrsinfrastruktur privatisiert. Ein Flughafen sollte unserer Meinung nach keine Rendite für Aktionäre bringen, sondern ein sinnvolles und ein bedarfsgerechtes Verkehrsangebot für die Region sicherstellen und nicht mit Flughäfen in aller Welt, z.B. in der arabischen Wüste, Umsteigeflüge konkurrieren und sich einen derartigen Wettlauf bieten, meine Damen und Herren. Meine Damen, Herr Boddenberg, ich weiß sehr wohl, wem dieser Flughafen gehört. Nur wenn wir darüber reden, dass der Flughafen, das Fraport, ein mehrheitlich öffentliches Unternehmen ist, dann erzählen Sie, das ist aber privatrechtlich und wir haben hier nichts mitzureden. Und jetzt, wo es Ihnen gerade einmal passt, erklären Sie, die Bürger seien Eigentum dieses Flughafens. Also bitte, dann überlegen Sie sich bitte, auf welche Linie Sie sich da festlegen. Sie machen das nur für die Bürger, natürlich. Ich komme noch einmal zu den Bürgern. Nämlich der Kostendruck, der durch diesen Wettbewerb entsteht, der wird vor allem auf die Beschäftigten am Flughafen weitergereicht. Und wir reden immer von Arbeitsplätzen, wenn es darum geht, den Flughafen auszubauen. Aber in Wahrheit gibt es viele Arbeitsplätze, die zunehmend prekärer werden. Fraport, Herr Boddenberg, ich weiß, Sie haben eine harte Woche als CDU. Dafür habe ich ja Verständnis. Aber vielleicht könnten Sie trotzdem mal einen Moment jetzt ruhig sein. Fraport-Tochterfirmen leisten sich einen Wettbewerb auf Kosten der Beschäftigten. Ein guter Teil der Beschäftigten sind Leiharbeiter. Denken wir an die Bodenverkehrsdienste. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einem zunehmend erbarmungslosen Absenkungswettbewerb um die niedrigsten Lohnkosten und den knappsten Personaleinsatz. Da geht es auch um Fragen der Sicherheit im Übrigen. Wenn in der Rundschau vor Kurzem zu lesen ist, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bodenverkehrsdienste sich um die Sicherheit sorgen,
Sorgen, wenn die Abfertigung von Flugzeugen, die bisher in 40 bis 50 Minuten end- und beladen wurden, zukünftig nur noch 25 Minuten haben sollen. Und dieser Druck auf die Arbeitsbedingungen gerade durch die Billigfliegerkonkurrenz und die jetzt auch noch als Extrawurst eine beschleunigte Abfertigung in Frankfurt bekommen sollen, auch das ist ein Druck auf die Beschäftigten. Und diese Argumentation führt, und diese ganze Entwicklung zeigt, dass es eben überhaupt nicht um Arbeitsplätze ging, weil was am Flughafen gerade passiert, ist eine Verschlechterung der Arbeitsplätze, meine Damen und Herren. Und da muss man jetzt mal natürlich sagen, Ryanair ist ein fieses Unternehmen, ja, das sein Dumpingkonzept auf Kosten seiner Mitarbeiter, Geschäftspartner und kräftigen Abgreifen staatlicher Subventionen aufbaut. Aber auch die Lufthansa ist nicht der weiße Ritter, als der sie oft dargestellt wird. Sie mischt bei den Billigpraktiken mittlerweile mächtig mit, auch auf Kosten der Beschäftigten. Und da finde ich schon, statt die Lufthansa als Fluglinie des Jahres zu loben, könnte die SPD auch mal sehr deutliche Worte dazu finden, was die Lufthansa eigentlich macht im Bereich ihrer Billigflieger. Denn die Lufthansa strickt Eurowings immer weiter zu einem echten Billigflieger um, drückt die Kosten und arbeitet an einem Franchise-Modell mit Subunternehmern in ganz Europa. Frühere Germanwings-Flugzeuge werden nach und nach zur nicht tarifgebundenen Tochter Eurowings mit Sitz in Österreich umgezogen. Hier lassen sich die Auswirkungen der unlauteren Konkurrenz auf Kosten der Beschäftigten direkt ablesen. Bisher gute Arbeitsplätze sind gefährdet, weil immer mehr Maschinen, Strecken und Jobs zur neuen Billigtochter verlagert werden, die sich jetzt auch in Frankfurt breitmachen soll. Und deshalb, wer über Ryanair schimpft, zu Recht, der darf über die Praktiken der Lufthansa nicht schweigen. Die Lufthansa mischt mit bei der Dumpingkonkurrenz. Sie ist ein Teil des Problems in diesem Ganzen, über was wir hier heute reden. Meine Damen und Herren, die Landesregierung präsentiert ja immer neue Konstrukte, die das Unmögliche schaffen sollen, die Belastung zu reduzieren und gleichzeitig den Flughafen in keinster Weise einzuschränken. Das ist das Konzept der Lärmverschiebungen auf freiwilliger Basis, die Lärmobergrenze, mit der es noch lauter werden könnte, als es heute ohnehin schon ist. Wir wollen einen Flughafen, der gute Arbeit und gute, bedarfsgerechte Verkehrsanbindungen für die Region zur Verfügung stellt. Das tut er heute schon mehr als ausreichend. Weiter wachsen darf er nicht, denn die Grenzen des Wachstums sind erreicht. Jeder weitere Flug ist eine Belastung für die Menschen in den verlärmten Einflugschneisen, die unter dem Lärm und die unter den Schadstoffen leiden, und eine Belastung für Umwelt und Klima. Deswegen finde ich, auch wenn Sie Ihre eigenen klimapolitischen Aussagen und Ziele ernst nehmen, auch das ist ein wichtiger Grund, nicht immer weiter auf den wachsenden Flugverkehr zu setzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die Landesregierung spricht der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will vorab angesichts des Titels des Antrags der SPD noch einmal ausdrücklich bekräftigen, dass der Landesregierung die Bedeutung des Frankfurter Flughafens als Standortfaktor für die Region, für Hessen und für weite Teile Deutschlands sehr bewusst ist. Ich will aber auch darauf hinweisen, dass die Realität mit dem Antrag der SPD, aber auch mit Teilen dessen, was hier gesagt worden ist in dieser Debatte, wirklich nichts zu tun hat. Ich will das noch einmal ausdrücklich sagen. Wenn Sie sich beispielsweise die Entwicklung der Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen in diesem Jahr anschauen, für die ersten fünf Monate liegen ja die Passagierzahlen bereits vor. Viermal wurden Allzeithöchstwerte verzeichnet. Also die Realität dessen, was da stattfindet, hat mit dem, was im SPD-Antrag steht, wirklich nichts zu tun. Dementsprechend schaut die Landesregierung auch nicht der Schwächung des Luftverkehrsstandorts tatenlos zu. Im Gegenteil, wir wollen Entwicklung ermöglichen. Das gilt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber dazu gehört bei einem Flughafen im Ballungsraum auch, dass wir daran arbeiten, den Lärm zu begrenzen. Das heißt, Entwicklung darf nicht gleichbedeutend sein mit immer mehr Lärm. Deswegen haben wir die Lärmpausen eingeführt. Deswegen arbeiten wir an vielen Maßnahmen des aktiven Lärmschutzes. Und deshalb arbeiten wir jetzt an einer Lärmobergrenze.
Ich will das noch einmal ausdrücklich sagen, weil im SPD-Antrag ja auch davon die Rede ist, dass die A340-Flugzeuge die Lärmbelastung vergrößern würden. Das stimmt nicht. Dazu komme ich später noch einmal. Aber ich will noch einmal, Stichwort Lärmobergrenze, ausdrücklich sagen, dass wir diese Lärmobergrenze wollen, damit die Bürgerinnen und Bürger im Rhein-Main-Gebiet vor einem unbegrenzten Anstieg der Belastung geschützt sind, aber, und das gehört auch dazu, dass wir den Lärm begrenzen wollen, nicht die Flugbewegungen, damit es am Ende einen Anreiz gibt, die einzelne Flugbewegung leiser abzuwickeln. Das kommt am Ende der gesamten Region zugute. Und deswegen ist am Ende des Tages die Idee, und deswegen, das ist nicht die Quadratur des Kreises oder etwas Unmögliches, das ist eine herausfordernde Aufgabe, Entwicklung ermöglichen und gleichzeitig den Lärm begrenzen. Das ist die Haltung der Landesregierung. Die SPD hat in ihrem Antrag im Punkt 1 die Studie zitiert von ACI, wo Frankfurt als der am besten vernetzte, als das am besten vernetzte Luftverkehrsdrehkreuz der Welt bezeichnet worden ist. Sie gehen im Antrag darauf ein. Sie führen aus, München belege Platz 6, Düsseldorf Platz 16. Ich darf Sie an dieser Stelle korrigieren. Das sind die europäischen Flughäfen. Wenn man sich es weltweit betrachtet, ist Frankfurt auf Platz 1, Düsseldorf noch nicht einmal gelistet und München auf Platz 11. Die Bedeutung des Frankfurter Flughafens im Vergleich zu den anderen deutschen Flughäfen ist also ungleich größer als von der SPD angenommen. Und an dieser Stelle, Herr Lenders, habe ich Ihren Redebeitrag nicht so wirklich verstanden. Sie haben auf der einen Seite darauf hingewiesen, europaweit, weltweit Platz 1, und auf der anderen Seite erklärt, es ist alles ganz schlimm. Also das ist das Gegenteil von German Mut, was Ihr Redebeitrag ausgedrückt hat, sondern eher German Angst, Herr Kollege Lenders. Aber vielleicht denken Sie da noch einmal drüber nach. Aber, und das ist ja der Anlass dieser Debatte, die Verlegung von 5 der 14 A380-Flugzeuge zum nächsten Sommerflugplan von Frankfurt nach München durch die Lufthansa, will ich ausdrücklich sagen, wir bedauern das. Wir bedauern das ausdrücklich. Es gehört allerdings auch zur Wahrheit dazu, dass es die Konnektivität nicht schmälert, weil es fällt ja keine Verbindung weg, sondern der Unterschied ist, dass in Zukunft pro Verbindung nicht mehr 500, sondern 300 Plätze angeboten werden. Aber das ist nicht der Wert, an dem sich Konnektivität misst, sondern Konnektivität misst sich an der Anzahl der Flughäfen, die angeflogen werden, und an der Anzahl der Verbindungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist ehrlich gesagt wurscht, ob Sie das mit einer A380 oder einer A340 machen. Und da die Lufthansa in derselben Pressemitteilung, in der sie diese Verlegung bekannt gegeben hat, auch gesagt hat, dass die Verbindungen beibehalten werden, dass sogar noch eine neue Interkontinentalverbindung dazukommt, nämlich San Diego, fünfmal pro Woche, dann heißt das, dass die Konnektivität am Flughafen besser und nicht schlechter wird. Ich will das an dieser Stelle ganz ruhig einfach einmal darstellen. Aber das will ich ausdrücklich sagen, und das kommt vielleicht dann zufällig. Vielleicht hat es die SPD auch noch nicht wahrgenommen. Wenn Sie die heutige FAZ aufschlagen, dort übrigens die Seite 21, für diejenigen, die das noch als haptisches Erlebnis auf Papier lesen, dort ist die Überschrift Condor dreht von München ab. Langstreckenflüge werden wieder in Frankfurt gebündelt ab dem nächsten Sommerflugplan. Also so schlecht können die Rahmenbedingungen in Frankfurt dann also doch nicht sein, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu den Lärmauswirkungen auch noch eines. Es ist schon gesagt worden, der A380 befördert ungefähr 500 Passagiere, die A340 ungefähr 300. Aber was den Lärm angeht, ist der A340 um eine Fraport-Lärmkategorie besser, in Anführungszeichen, als der A380. Es wird also nicht lauter, sondern eher etwas leiser, wobei ich ausdrücklich sagen will,
Die A340 ist kein modernes Flugzeug. Das ist ausdrücklich richtig, sondern in seiner Klasse ein eher schlechtes und altes Flugzeug. Deswegen will ich ausdrücklich das bestätigen, was der Kollege Kaufmann auch noch gesagt hat. Die A350 wäre ein sehr viel besseres Flugzeug. Wir hoffen, dass die Lufthansa die nächsten Stationierungsentscheidungen von neuen Flugzeugen anders trifft als in der Vergangenheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was eine solche Verlagerung, ein solcher Tausch von Flugzeugmodellen am Ende für den Standort bedeutet, will ich mal sagen, ich will ja ausdrücklich sagen, wir bedauern diese Entscheidung. Wir hätten es besser gefunden, wenn die A380-Flotte komplett in Frankfurt geblieben wäre. Aber manchmal, wenn man sich das insgesamt so betrachtet, wird das etwas übertrieben, um es vorsichtig zu sagen. Also, wenn Sie davon ausgehen, dass ein Interkontinentalflugzeug, das ja 10-12 Stunden jeweils in der Luft ist, eine bestimmte Zeit braucht, um, wie die Fachleute sagen, gedreht zu werden, ausgetauscht wird, dann können wir davon ausgehen, dass ein solches Flugzeug in Frankfurt fünfmal startet und fünfmal landet, wenn man auch die Wartungsintervalle dazu nimmt. Wenn Sie sich das insgesamt betrachten und schauen, dass der Unterschied 200 Passagiere pro Flugbewegung ist, jetzt mal ganz positiv betrachtet, wenn das Flugzeug komplett ausgebucht wäre, was es auch nie ist oder selten ist, jedenfalls zu 100%, dann kommen Sie am Ende auf einen Unterschied von 2.000 Passagiere pro Flugzeug pro Woche. Bei 5 Flugzeugen sind das 10.000. Wenn wir einmal 50 Wochen nehmen, sind es 500.000 Passagiere bei einer Zahl von über 60 Millionen. Das relativiert vielleicht auch manche Aufregung in den Überschriften, die ich in den letzten Wochen und Monaten so legen konnte. Herr Kollege Blechschmidt, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder da sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich, dass Sie wieder da sind. Jetzt nehmen Sie mir doch die Freude nicht, dass Sie wieder da sind, Herr Kollege Blechschmidt. Aber das ist nun wirklich keine Schönrechnerei, wenn Sie dann zusätzlich sehen, dass die Condor gesagt hat, dass sie 2 Flugzeuge zusätzlich bringen will, dann merken Sie, dass am Ende wir in der Endabrechnung sicherlich nicht sehen werden, dass das dort relevante Auswirkungen hat. Aber an einem Punkt ist natürlich eine gewisse Sorge berechtigt. Die Auseinandersetzung zwischen Fraport und Lufthansa, die wir in den letzten Wochen und Monaten sehen konnten, die ist ausdrücklich nicht gut. Weil, das will ich an dieser Stelle noch einmal sagen, die einen können nicht ohne die anderen. Die Lufthansa hätte niemals ihre Stellung für Deutschland erreicht ohne den Frankfurter Flughafen und umgekehrt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen will ich ausdrücklich sagen, dass wir uns als Landesregierung aktiv in die Gespräche einbringen. Wir reden mit der Fraport, wir reden mit der Lufthansa. Wir haben uns auch schon gemeinsam an einen Tisch gesetzt. Das sind sehr, sehr intensive Gespräche, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das tun wir auch weiterhin, und das tun wir ständig. Und vielleicht muss ich an dieser Stelle sagen, ist jetzt Zufall, vielleicht hat es die SPD auch noch nicht wahrgenommen, aber am gestrigen Tag, also vor der heutigen Debatte, gibt es eine Reuters-Meldung. Ich darf zitieren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Reuters-Meldung von gestern, 17.45 Uhr. Lufthansa und Fraport haken einem Verhandlungsinsider zufolge bald den zähen Streit über Gebühren am Frankfurter Flughafen ab. Die Spitzen beider Unternehmen werden voraussichtlich am Mittwoch, also heute, eine entsprechende Abmachung unterzeichnen, sagte eine mit der Sache vertraute Person am Dienstagabend zu Reuters. Also auch an dieser Stelle, Herr Kollege Weiß, war Ihr Redebeitrag ein bisschen neben der Spur. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. Nächster Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Präsident, ich denke an die Redezeit, aber ich will doch noch einmal etwas zur Entgeltordnung sagen in Richtung SPD und Linksfraktion. Die aktuell geltende Entgeltordnung war aus rechtlichen Gründen zu genehmigen. Ich will das noch einmal ausdrücklich sagen. Im Genehmigungsverfahren bin ich lediglich befugt, nach rein rechtlichen Kriterien zu prüfen, ob Fraport die gesetzlichen Voraussetzungen eingehalten hat. Wenn eine Entgeltordnung diese Anforderungen erfüllt, dann ist die Genehmigung zu erteilen. Dies war hier der Fall, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich will an dieser Stelle sagen, wenn Frau Wissler sagt, diese Entgeltordnung hätte von mir niemals genehmigt werden dürfen, wir sind hier nicht in China, und das ist auch gut so. Wenn ein Entgeltantrag gestellt ist und dieser Entgeltantrag Recht und Gesetz erfüllt, dann muss der Minister ihn genehmigen. Wenn er es nicht tut, könnte der jeweilige Verwaltungsgericht ganz sicher, was dann passiert. Deswegen will ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, ich jedenfalls freue mich nicht über manche Sachen, aber ich habe keine Probleme mit dem Rechtsstaat. Ich hoffe, das gilt hier für alle. Herr Minister, Sie haben die Frau Kollegin Wissler motiviert, aktiv zu werden. Bitte sehr. Herr Minister, ist Ihnen bekannt, dass es einen einstimmigen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in Ihrer Heimatstadt Offenbach gibt, dem CDU, SPD, Grüne, auch Linke zugestimmt haben, der Sie auffordert, die Entgeltordnung nicht zu genehmigen? Und würden Sie sagen, dass die Stadtverordnetenversammlung Offenbach geschlossen ein Problem mit Rechtsstaatlichkeit hat und sich an China orientiert? Herr Minister. Nein, nein, das würde ich natürlich nicht sagen, weil natürlich aus Sicht einer von drei Einflugschneisen bei Landungen und auch zwei Abflugschneisen bei Staats-, bei Ostbetrieb betroffenen Stadt es völlig richtig ist, sich an dieser Stelle zu engagieren. Aber ich habe der Stadtverordnetenversammlung, Offenbach in einem dreiseitigen Brief genau erklärt, warum ich welche Entscheidung getroffen habe. Und bisher haben Sie nicht geantwortet und gesagt, dass Sie das an dieser Stelle anders sehen. Ich will an dieser Stelle noch einmal sagen, als Minister sagen, man kann als Parlamentarier hat man jedes Recht, alles zu fordern, aber als Minister ist jede Entscheidung, die man trifft, glücklicherweise im Rechtsstaat an Recht und Gesetz gebunden und der gerichtlichen Überprüfung zugänglich. Das ist gut so. Und im Übrigen, jetzt zum Kollegen Weiß, hat die SPD das letzten November noch ganz genauso gesehen. Am 24. November 2016 hier von diesem Pult hat der Kollege Schäfer-Gümbel Folgendes gesagt. Ich darf zitieren aus dem Plenarprotokoll, Seite 6279, sagt Thorsten Schäfer-Gümbel. Zweitens. Wir haben den Minister ausdrücklich nicht aufgefordert, die Entgeltordnung abzulehnen. Und er sagt weiter, es ist auch klar, dass man keinen über eine Entgeltordnung herausschmeißen kann. Dem habe ich nichts hinzuzufügen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen zum Schluss. Wir sind uns der Bedeutung des Flughafens sehr wohl bewusst. Wir haben seine wirtschaftliche Entwicklung im Blick. Der Flughafen liegt allerdings in einer dicht besiedelten Region. Wir müssen die Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung des Flughafens natürlich besonders berücksichtigen. Der Fluglärm darf nicht immer weiter ansteigen, wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen, aber nicht auf Kosten der Anwohner. Genau das machen wir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank. Herr Minister, herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Schäfer-Gümbel, Fraktionsvorsitzender der SPD. Hatte ich nicht vor. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet nach den Einlassungen des Ministers und natürlich ein paar Bemerkungen, die in der Debatte zuvor gekommen sind, und will mich auf ein paar wenige Punkte konzentrieren. Zunächst will ich dem Minister danken, dass er in der Mitte seiner Ausführungen wenigstens mit ein paar wenigen Sätzen darauf hingewiesen hat, dass wir offensichtlich ein Problem haben. Weil im Laufe der Debatte konnte man ja den Eindruck gewinnen, dass es überhaupt kein Problem gibt, weil irgendwie ist alles geregelt und das ist alles nur ein Missverständnis, insbesondere auch nach der Happy Hour mit dem Ministerpräsidenten an einem Sonntagabend und den Vorständen von Lufthansa und Fraport. Insofern, dass alles nur ein großes Missverständnis ist.
offensichtlich ist das nicht so. Zumindest hat das der Minister ja irgendwann auch eingeräumt. Zweitens. Die Meldung, die Sie gerade in welcher Wirkungsabsicht auch immer jetzt gerade verlesen haben, ist eine Meldung, die wir seit ungefähr 3 Monaten, seitdem ist nämlich das Paket faktisch zwischen Lufthansa und Fraport ausgehandelt, immer mal wieder hören. Mein Kenntnisstand ist, dass die Vorstände noch nicht abschließend zugestimmt haben, aber dass ich sehr zuversichtlich bin, dass dieses Paket für die Kurzfristmaßnahmen in den nächsten Tagen und Wochen abgeschlossen wird. Das ist aber gar nicht das Problem. Es geht um die strategischen Fragen. Und zu den strategischen Fragen gibt es überhaupt nur Anfänge eines Austausches zwischen den Vorständen. Und dazu hätte ich gerne ein paar Bemerkungen mehr gehabt als die, die ich eben gerade gehört habe. Dritte Bemerkung, Herr Minister, ich habe das ja gleich zugerufen. Ja, ich habe das hier im November ausdrücklich gesagt, dass ich überhaupt keine Veranlassung habe, zunächst an Ihrer Entscheidung zu zweifeln. Unter anderem auf der Grundlage der Einschätzung, die Sie uns vorher gegeben haben, auf die wir uns verlassen haben. Wir haben aber danach ein paar Juristen gefragt, ob sie das so sehen, uneingeschränkt. Und sie kommen zu etwas anderen Einschätzungen. Und deswegen nehmen wir für uns, ja, das stimmt, bei Juristen ist das häufiger mal möglich, aber zumindest muss man die Argumente ernst nehmen. Und die Frage, ob wir nach den Erfahrungen der letzten Monate immer gut damit gefahren sind, uns auf die Einschätzung der Landesregierung zu verlassen, da sind wir nun einmal ein bisschen skeptischer als Sie. Letzte Bemerkung dazu. Die Frage, was beantragt wird und was nicht beantragt wird, findet doch nicht im politikfreien Raum. Das ist wirklich der Teil, der mich wirklich maßlos ärgert. Wir wären doch niemals zu einem Nachtflugverbot gekommen, wenn damals nicht die versammelte Politik, die Allianz der ausbaubefürwortenden Fraktionen aus CDU, FDP und SPD, unter anderem über den Ministerpräsidenten, den damaligen Roland Koch, massiven Druck auf den damaligen Vorstand der Fraport ausgeübt hätte, dass der Antrag mit dem Nachtflugverbot so gestellt wurde, wie er gestellt wurde. Ohne diese politische Intervention hätten Sie sich anschließend auch hinstellen können, wir hätten alles Mögliche beschließen können. Das, was am Flughafen stattfindet, findet nicht im politikfreien Raum statt. Das, was Sie hier erzählen zu Marktorientierung, ist im Kern Quatsch, und das wissen Sie auch, weil es um eine Infrastrukturfrage geht, weil es um regionalen Ausgleich zwischen Lärmbelastung auf der einen Seite und wirtschaftlicher Entwicklung auf der anderen Seite gibt. Und das ist dasselbe Thema bei der Frage Entgeltordnung, bei der Frage, wie viel Lärmspreizung es gibt. Sie wirken regelmäßig auf den Vorstand ein, und diesen Hinweis erlaube ich mir auch am heutigen Tage. Ich will auch noch einmal auf den Politikbrief, der eben schon eine Rolle gespielt hat, der Lufthansa ansprechen. In der Tat, Herr Kaufmann hat dazu Hinreichendes gesagt, aber er hat vergessen, dass es da auch einen anderen Bereich in diesem Politikbrief gab, nämlich zum Thema Wirtschaftlichkeitsentwicklung am Frankfurter Flughafen, wo die Lufthansa ausführlich in einem Beitrag im Politikbrief im letzten darauf hinweist, was die Probleme sind. Und natürlich geht es nicht nur um die Konkurrenz zwischen Frankfurt und München, sondern es geht in der Tat in der Multi-Hub-Funktion, das ist der einzige Halbsatz, den ich von Herrn Kasseckert teilen würde, um eine Multi-Hub-Funktion zwischen Frankfurt, München, Wien und Zürich. Deswegen würde ich mich an Ihrer Stelle mit Blick auf die Entwicklungsmöglichkeiten in Frankfurt nicht reduzieren auf die beschränkten Kapazitäten in München. Damit komme ich zur vorletzten Bemerkung. Lieber Herr Kaufmann, Ihr Niveauwettbewerb, Schwallen, Kakophonie, Meckern in Wochen des Respekts, dazu hätte ich eine Meinung. Wozu Sie sich irgendwann einmal entscheiden müssen, Herr Kaufmann, ist die Frage, ob jetzt Herr Feldmann verantwortlich ist, übrigens der im Rahmen einer schwarz-grün-roten Koalition im Magistrat auftritt, oder ob er nicht da ist und deswegen eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Irgendwann müssen Sie sich einmal entscheiden, welche Angriffslinie Sie vertreten. Damit komme ich in der Tat zum allerletzten Satz, Herr Präsident. Aber ich habe noch ein bisschen Hoffnung für diese Landesregierung, weil es verändert sich ja etwas, zumindest kommunikativ. Der wunderbare Post von Herrn Wintermeyer, der ist ja inzwischen wieder gelöscht. Und insofern scheint ja doch sich irgendwas zu bewegen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Schäfer-Gümbel. Das Wort hat der Abg. Michael Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU.
Wie viel Zeit haben wir? Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Schäfer-Gümbel, ich gebe zu, dass Sie mit Ihrer Rede die Verwirrung, die die SPD seit Jahren in der Frage des Flughafens in Frankfurt nach draußen trägt, dass Sie diese Verwirrung jedenfalls bei mir nicht haben beheben können. Bei Ihnen gibt es, das ist, wie ich finde, völlig zu Recht gesagt worden, das ist völlig zu Recht gesagt worden von Herrn Kaufmann, bei Ihnen gibt es alles und jedes im Angebot. Bei Ihnen gibt es alles und jedes im Angebot. Über die LINKEN rede ich in dem Zusammenhang nicht. Die haben die Mitarbeiter, die Beschäftigten, die haben die Mitarbeiterinnen und die Beschäftigten am Frankfurter Flughafen eh schon längst hinter sich gelassen. Aber dass Sie das tun, das wundert mich schon sehr. Und wenn Sie schon Herrn Feldmann ansprechen, dann bleibe ich dabei. Und das ist einer meiner zentralen Vorwürfe, auch an Sie persönlich, Herr Schäfer-Gümbel. Sie sind auch Landesvorsitzender dieser SPD. Und Sie gerieren sich als jemanden, der die Interessen des Frankfurter Flughafens auf dem Schirm hat. Das tut ausdrücklich einer Ihrer wichtigsten, vielleicht der wichtigste Kommunalpolitiker der hessischen SPD nicht. Der macht genau das Gegenteil. Und, ich werde mich auch nicht entscheiden zwischen dem einen Vorwurf, dass Herr Feldmann nämlich nicht da ist, zwischen diesem Vorwurf, ich habe sogar jetzt gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, Sie können es ja widerlegen, auf der Hauptversammlung, der Aktionärsversammlung sei davon die Rede gewesen, dass er gar nicht zur Aufsichtsratssitzung geht. Das glaube ich jetzt nur wieder auch nicht. Im Geschäftsbericht stand ja, dass er an weniger der Hälfte der Aufsichtsratssitzungen teilnimmt. Aber dass er auf der anderen Seite, Frau Dr. Fechter, und auch den Vorwurf wiederhole ich gerne in Ihre Richtung, so lange, wie er sich aufrechterhalten lässt und diese Frau vom Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt als die Flughafenbeauftragte der Frankfurter Stadtregierung ausgeguckt wird. Und Frau Dr. Fechter will die Nordwestbahn schließen. Ich frage Sie zwischen Ihrer Meinung und Herr Feldmann würde ich die Dinge gerne einmal zusammenfügen, oder wollen Sie die Bahn zur Hälfte schließen? Das müssten Sie uns einmal erklären. Aber ich will zu dem eigentlichen Punkt kommen. Und Ihre Zwischenrufe bemerken, ja, sind ja bemerkenswert, weil sie zeigen, dass Sie ein echtes Problem haben. Und ich stelle Ihnen eine einzige Frage, Herr Schäfer-Gümbel. Ich bleibe jetzt einmal bei Ihnen. Ich stelle Ihnen eine einzige Frage. Was ist eigentlich Ihr konkreter Vorschlag? Herrn Spohr habe ich gefragt. Herrn Spohr habe ich in der letzten Woche gefragt, sagen Sie einmal, Herr Vorstandsvorsitzender der Lufthansa, was würden Sie eigentlich tun, wenn Sie Vorstandsvorsitzender der Fraport wären? Würden Sie einfach nur zuschauen, wie 40% des Marktes an Ihnen vorbeilaufen und bei Ihnen nicht stattfinden? Würden Sie das machen? Ich kann Ihnen sagen, was Herr Spohr gesagt hat, nämlich nichts, rein gar nichts, weil darauf hat er keine Antwort. Und jetzt fällt es mir ja schwer, aber zumindest an einer Stelle komme ich auf Frau Wissler zurück. Und wir machen hier kein Bashing von Lufthansa und Ryanair und anderen. Dafür ist die CDU nicht bekannt. Aber wenn man schon über die Thematiken von Billig-Airlines redet, müsste man der guten Ordnung und Vollständigkeit halber halt auch schon auch über die Lufthansa und ihre Billigtochter reden, weil sie selbst. Die Lufthansa hat doch längst die Antwort gegeben. Die Lufthansa hat die Antwort längst gegeben. Wir wollen an diesem Markt teilhaben mit Eurowings. Das tun sie übrigens auch, wie Sie wissen, in München. So, und das finde ich, ist eine sehr ambivalente Argumentation bei Lufthansa. Und noch einmal, ich will kein schlechtes Klima zu Lufthansa, aber ich will, dass die Lufthansa weiß, dass wir nicht so ganz doof sind und bei Ihnen einfach ein Auge zudrücken und bei der Fraport das tun, was Sie offensichtlich von uns wollen oder vom Minister wollen, nämlich gegen jede rechtliche Möglichkeit, eine Gebührenordnung zu versagen, die am Ende Fraport gestellt hat, mit ihrer strategischen Ausrichtung. Und zu der will ich zum letzten Punkt kommen. Sie haben nach der strategischen Ausrichtung gefragt. Ja, es gibt die Lufthansa, die hat eine eigene strategische Ausrichtung, und die lautet natürlich nicht nur Frankfurt, aber auch Frankfurt. Und übrigens mal so nebenbei bemerkt, das, was Lufthansa in Frankfurt vorhat, ist zunächst einmal für das nächste Jahr 2% Wachstum. Also, die haben sich nicht verabschiedet. Das ist ja alles dummes Zeug, was hier teilweise verbreitet wird. Die Lufthansa bleibt einer der wichtigsten oder der wichtigste Partner auch für Fraport in Zukunft. Und die wissen genau, was sie an uns haben. Und auch das vielleicht noch einmal, auch das habe ich mir erlaubt, Herrn Spohr zu sagen. Ich wünsche gute Verrichtungen in München. Bürgerentscheid und anderes lässt grüßen. Einmal ist das schon schiefgegangen. Ich bin mal gespannt, wie es beim zweiten Mal ausgeht. Und das in einem Land, wo noch nicht einmal drei Parkplätze bei einem Bürgerbegehren Bestand hatten, die man brauchte, um in Garmisch die Olympischen Spiele durchzuführen. Da bin ich sehr gespannt, wie die bayerischen Bürger sich beim nächsten Mal verhalten. Schöne Grüße an Herrn Spohr und schöne Grüße an den Flughafen in München. So selbstbewusst sollten wir hier sein. Wer eine Perspektive sucht, und das ist der Job der Lufthansa, der kann sich im Grundsatz nur als zentraler Hub für Frankfurt entscheiden, denn hier hat er diese Perspektive unter all den Kautelen, die der Minister, wie ich finde, völlig zu Recht angesprochen hat.
Ja, und die Strategie von Fraport muss es halt, wie ich finde, sein, sich diesen Markt anzuschauen und nicht die Augen zu verschließen. Das machen ja die LINKEN. Die haben ja mit Wirtschaftspolitik nichts zu tun. Das sieht man an der Lebensläufe deren Abgeordneten. Aber das mal geschenkt. Es ist schon spannend, wenn Frau Wissler uns und mir oder anderen erklären will, wie man ein solches Unternehmen führt. Frau Wissler kommt aus einer ideologischen Ecke und nicht aus einer Ecke, wo es um klare betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Fragen geht. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, bleibe ich dabei. Wir wollen diesen Flughafen, weiterentwickeln. Wir wollen aber auch, dass alle registrieren, dass ein Flughafen in einem Ballungsraum auch sich um die Anwohner und damit um den Lärm zu kümmern hat. Dazu gibt es sehr klare Regeln. Und wir laden weiterhin alle ein, auch die Lufthansa zu respektieren und wahrzunehmen, dass das Thema Lärm in Deutschland mittlerweile eine der obersten Umweltkategorien für die Bürgerinnen und Bürger ist. Und wer davor die Augen verschließt, macht aus meiner Sicht auch einen Fehler, wenn es um nachhaltige und ich sage auch betriebswirtschaftlich erfolgreiche Entwicklungen geht. Herzlichen Dank, Herr Schäfer-Gümbel. Wir streiten gerne weiter über dieses wichtige Zukunftsthema. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Guttenberg. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die beiden Anträge in den WVA? Ja. Jawohl, dann werden sie überwiesen. 1950/25 und 1950/58.